Hallo zusammen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind zurück in der Karriere und wir haben beim letzten Rennen ja ein richtig gutes Ergebnis rausgefahren. Das erste Podium der Saison und dementsprechend haben wir einen neuen Vertrag bekommen. Und was für einen krassen Vertrag. Denn schaut euch mal an, was wir für einen Vertragswert haben im Moment. Die Erwartungen sind gestiegen auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall so sehen. Aber was auch gestiegen ist, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Denn wir sind im Leistungsvergleich der Fahrzeuge nochmal einen ganzen Schritt nach oben gewandert. Wir sind hinter Red Bull einfach vom Leistungsvergleich. Das heißt, unser Fahrzeug müsste hier richtig gut abgehen jetzt in Italien. Wir haben vor allem einen richtigen Fortschritt gemacht hier in der Aerodynamik und beim Chassis. Da ist auch ordentlich was vorangegangen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt hier vor allem beim Italien Grand Prix im Qualifying rausspringt. Und ich würde sagen, los geht's. Wir sind auf der Strecke zu unserem einzigen Versuch hier, zu einem Schuss, den wir hier machen beim Qualifying. Und ihr seht schon, dass unser Energiespeicher sehr abgenutzt ist. Wir haben nur noch im Moment 70% zur Verfügung. Dann müssen wir auf jeden Fall bald ein paar Teile tauschen, aber das muss jetzt irgendwie reichen. Die will ich noch nicht austauschen, ich bin noch zu geizig. Ich will nicht von hinten starten. Nicht beim Italien Grand Prix. Wobei es in Singapur auch nicht besser wäre. Beim nächsten Rennen dann. Also das wird auf jeden Fall heikel. Mal schauen, was jetzt hier die Runde bringt. So, vielleicht reicht es ja für eine halbwegs ordentliche Zeit. Denn wir haben ja einige krasse Updates jetzt wieder bekommen. Vielleicht bekommen wir hier ja eine ganz gute Runde hin. So, wieder auf Hot Lap und überholen. ERS Modus 4. Boah, da rutschen wir ein bisschen arg. Ganz, ganz viel Zeit liegen lassen. Zu weit nach rechts raus. Gedriftet. So, aber jetzt letzte Kurve. Das Qualifying ist durch. Boah. Und wieder ein bisschen Zeit liegen lassen. Komm schon. Und wir sind auf P5. Ein fünfter Platz, ein ganz, ganz starker fünfter Platz. So kann es weitergehen. Das sieht sehr, sehr gut aus fürs Rennen. Also die Runde hat sich überhaupt nicht schnell angefühlt, muss ich sagen. Einige ganz, ganz grobe Fehler reingemacht, aber es reicht auch dieses Mal für einen sehr, sehr starken Platz 5. Und Kimi Räikkönen auf 12, der kann auch wieder Punkte holen auf jeden Fall. Und das Getriebe muss halten und der Motor muss halten, das ERS muss halten. Los geht's. So, und Hamilton wieder nebenan auf Platz 4. Los geht's. So, das Auto zieht noch nicht so richtig gut am Start. Da gehen wir auf jeden Fall jetzt mal rüber auf die andere Seite. Oh, war das knapp. Und wir... Boah, ein Toro Rosso. Boxt sich da durch. Ey, die sind aber echt aggressiv manchmal. Gasly hat sich da richtig reingequetscht. Den schnappen wir uns aber wieder. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Der ist aber hartnäckig. Boah. Das war eine kleine Kollision, aber nicht weiter tragisch. Wir müssen hier weiter vorne, nach vorne schauen. Denn Hoyt könnte mal wieder im Podium drin sein. So, aber die Jungs da vorne, die ziehen richtig weg. Hamilton, der ist heute wahrscheinlich auch wieder on fire. Der wird sich da auch durchboxen jetzt. Durchkämpfen und kämpft hier gegen Bottas. Hat sich jetzt hier Bottas geschnappt. Aber wir können auf jeden Fall hinter den beiden Mercedes hier mitfahren. Das ist doch wirklich mal richtig cool, dass wir hier echt vorne mitfahren können. Und jetzt stellt euch mal vor, dass die ganzen Teile jetzt noch getauscht werden, die jetzt so abgenutzt sind schon. Dann geht es ja richtig steil. Und Hamilton, den können wir jetzt auch schnappen. Boah! Beide Mercedes! So, und jetzt zu dritt durch die Kurve. Boah, war das okay? Hamilton, den haben wir gepackt. Boah, was für ein krasser Überschuss. Was ist denn mit dem Alpha los? Seit Belgien läuft das Auto richtig, richtig gut.
Vielleicht aber das nächste Rennen oder das übernächste. Da müssen wir ein paar Teile tauschen. Denn lang geht es wahrscheinlich nicht mehr gut. Nicht, dass das Auto jetzt irgendwann, dass wir es abstellen müssen. So, DRS noch nicht freigegeben, aber wir bleiben jetzt mal im Windschatten und verteidigen jetzt hier gegen Hamilton. Oh, der zieht jetzt hier rein. Und wir haben tatsächlich einen Mercedes überholt, gegen den wir jetzt hier verteidigen müssen. Ein bisschen ERS sollten wir vielleicht doch noch irgendwie sparen. So, und Bottas, der fährt so ein bisschen davon jetzt. Und ich kann hier nicht ewig im fetten Benzingemisch bleiben. Irgendwie muss ich mich jetzt hier absetzen. Und Gasly hat Hamilton überholt. Also hier ist irgendwas falsch. Hier läuft irgendwas nicht so ganz richtig. Und ich glaube, dass Raikkonen auch ganz gut nach vorne gefahren ist. So, aber jetzt schauen wir mal, ob wir an Bottas irgendwie rankommen. Ob wir den irgendwie kriegen können. So, und Bottas, der ist richtig schnell unterwegs. Der hängt uns hier richtig ab. Eieiei. So, und jetzt müssen wir ordentlich Speed, ordentlich Stoff geben, denn jetzt diese Runde kommen wir an die Box rein und wahrscheinlich werden die Mercedes auch reinkommen. Und ich vermute, dass Hamilton auch als erster reinkommt. Das wäre so mein Tipp. Der hat jetzt wieder richtig Fahrt aufgenommen. So, und wir rutschen hier schon. Ordentlich. Ordentlich am Rutschen. Vor allem die Lesmo-Kurven. Da rutscht's ein bisschen. So, aber Bottas, der wird sehr, sehr schwer einholbar. So, und jetzt werden wir reinkommen. In die Box. Und jetzt bin ich gespannt. Wird Bottas oder Hamilton zuerst reinkommen? Vielleicht wird auch Bottas gleich reinfahren. Das werden wir jetzt hier gleich sehen. Nein, Bottas bleibt draußen. Bottas draußen. Und Hamilton. Oh, Hamilton in der Box. Oha, der ist ja richtig nah rangekommen. Der ist richtig, richtig nah dran. Hat richtig aufgeholt. So, bitte, bitte, bitte schnell. Das war ein ganz guter Stopp. Das war ein richtig, richtig guter Stopp. Und wir haben ihn wieder krass abgehängt in der Box. So, und wir fallen damit zurück auf Platz 13. Aber Hamilton haben wir auf jeden Fall hinter uns behalten. Hamilton im Nacken. Und jetzt heißt aufholen auf die anderen Jungs. Kubica auch auf Soft. Also ich schätze mal, dass wir den gleich in der Box sehen. Also der wird wahrscheinlich kein Hindernis hier. Und wir haben Hamilton abgehängt. Mittlerweile sieht das echt ganz gut aus hier mit unserem Auto. So, und Kimi in der Box. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. So, genau, Kubica geht jetzt auch rein. Also ich bin echt zufrieden mit dem Auto im Moment. Das letzte Rennen schon echt richtig gut. Und wir sind zurück auf P5. Und wir splitten wieder beide Mercedes. So, und wir haben noch ein bisschen Sprit übrig. Wir haben noch 4 Runden zu fahren dann.
Und wir sehen Bottas. Bottas wieder im Blick. Aber das ist echt krass, da irgendwie ranzukommen. Also Hamilton hat heute irgendwie nicht die Pace, habe ich das Gefühl. Normalerweise müsste Hamilton jetzt richtig gut rankommen. Aber den sehen wir hier nicht. Relativ weit weg. Im Moment kein Duell auf der Strecke. Im Moment ist das hier ein Lonely Race. Aber solange wir hier wieder eine gute Platzierung reinfahren, wäre das doch auch nicht schlecht. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt versuchen, Bottas zu attackieren gleich. Dass wir da vielleicht noch ein bisschen aufholen. Aber die sind sau schnell da vorne. Und Sainz ist jetzt an der Box. Und damit gewinnen wir einen weiteren Platz und sind wieder zurück auf P4. Wir kommen einfach nicht ran. Wir kommen hier nicht ran an Bottas. 3 Sekunden, 3,5 Sekunden. Und Gasly ausgeschieden. Dem jetzt ein Safety Car. Also Hamilton, den haben wir abgehängt. Aber im Moment keine Gegner. Keine Gegner auf der Strecke. Was ist das schon wieder für ein Rennen? So, ich will jetzt natürlich auch nicht unnötig attackieren, denn Bottas, der hat richtig gut Speed. Aber vielleicht bekommen wir ihn ja zum Ende des Rennens noch irgendwie. Aber das wird richtig, richtig eng. So, und hier haben wir eine gelbe Flagge. Wir haben eine gelbe Flagge. So, was ist hier los? Was ist hier passiert? Ah, da steht Gaslys Auto. Also, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Hamilton. Ja, Bottas fährt hier weg. Bottas fährt hier einfach davon. Das wird echt schwierig, jetzt den noch einzuholen. Aber ich bin echt enttäuscht von Hamilton. Denn der drückt jetzt irgendwie überhaupt nicht. Hat der keine Lust, jetzt hier aufs Podium zu fahren oder wie? Ja, ist schon ein bisschen näher rangekommen. Aber wir haben jetzt dann noch 2 Runden zu fahren. So, ein Bottas wird auf jeden Fall schwer zu knacken. Oh Mann, also tut mir echt leid, wenn das Rennen hier so ein bisschen, was Überholmanöver angeht, ein bisschen langweilig ist. Denn Hamilton, der scheint hier nicht so richtig gefährlich zu werden. Oder doch? Oh. Ja, okay, okay, alles, ja gut. Hamilton auf jeden Fall jetzt im Vormarsch. Und wir sind in der letzten Runde. Also Hamilton hat es doch, will es doch nochmal wissen. Oh. Okay, also Hamilton dreht jetzt nochmal auf. Es gibt also jetzt doch noch einen Zweikampf zwischen Hamilton und einem Alpha in der letzten Runde. In der letzten Runde gibt es jetzt noch mal ein bisschen Action. Aber da mache ich mir hier keine Sorgen. Aber der hat jetzt DRS. Hamilton im DRS-Fenster. Ja, aber der kommt trotzdem nicht ran. Der ist trotzdem zu weit weg. Bottas kriegen wir natürlich nicht mehr. Der ist weg, der ist futsch. Oh, aber jetzt greift er an. Jetzt greift er an auf der rechten Seite. Letzte Kurve. So, jetzt nochmal. Power.
Schaffen wir das? Okay. Also Hamilton war doch noch mal ein bisschen anstrengend am Schluss. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier einen vierten Platz rausgefahren. Es war nicht so viel Action auf der Strecke. Leider, muss ich sagen, war nicht so viel Überholmanöver dabei. Und Leclerc gewinnt hier das Heimrennen von Ferrari. Und wir fahren einen vierten Platz ein, ganz, ganz knapp vor Hamilton, der doch nochmal ordentlich gedrückt hat. Also zugegebenermaßen war dieses Mal nicht so viel los auf der Strecke. Bottas war einfach ein bisschen zu schnell. Hamilton ist am Schluss nochmal gefährlich geworden, aber wir sind hier ganz solide auf dem vierten Platz gelandet und Raikkonen holt auch einen Punkt mit einem zehnten Platz und es sieht echt richtig gut aus und wenn das so weitergeht, dann können wir noch richtig, richtig gut Punkte holen. Und wenn wir uns das mal anschauen, sind wir jetzt auf dem siebten Platz bereits in der Fahrerrangliste und das mit einem Alpha direkt hinter den Red Bulls und Mercedes und Ferraris und bei den Konstrukteuren auch direkt auf Platz 5, also es sieht richtig, richtig stark aus. Und das ist doch vielversprechend für die verbleibenden Rennen, auch wenn es dieses Mal nicht so viel Action auf der Strecke gab. Ich hoffe, dass euch das Ganze trotzdem hier gefallen hat und ihr wieder beim nächsten Video dabei seid. Und bis dahin, ciao, bis zum nächsten Video. Bye, bye.